Ist schon langsam spät, ey. Ich sollte vielleicht doch erstmal Feierabend machen für heute. Obwohl, Quatsch. Ist gerade mal 8:30 Uhr. Also, ach, ich sitze hier selber. Da. 20:19 Uhr. Aber ich bin echt froh. Ich meine, gut, ich mache jetzt mal ganz kurz etwas, was ihr hoffentlich sehen werdet, ohne dass die Aufnahme abstirbt. Wobei dann sehe ich selber ja auch nicht, was abgeht. Das ist dämlich. Wie mache ich das jetzt? Warte mal kurz, ich muss erstmal Vollbildprojektion starten. So. Und jetzt gehe ich mal. Es gibt ja unter Linux mehrere virtuelle Oberflächen, ja? Also, was? Nein, Arbeitsflächen, so rum. Das heißt, ich kann, wie erklärt man jetzt einem Windows-Nutzer, was virtuelle Arbeitsflächen sind? Wobei, nee, virtuelle Arbeitsflächen gibt es jetzt auch unter Windows 10, ne? Unter Windows 10. Das haben sie ja von Linux voll abgekupfert. Das heißt, auch Windows-Nutzer müssten diese, na gut. Die Frage ist, welche Windows-Nutzer kennen diese Funktion schon? Na, auf jeden Fall, egal. Auf jeden Fall habe ich irgendwas, eine. Die Linux-Nutzer wissen, was ich meine. Ich habe auf jeden Fall eine virtuelle Arbeitsfläche. Und zwar die virtuelle Arbeitsfläche Nummer 4. Da habe ich nur schwarze Fenster auf. Damit ich quasi in eine Art Nachtmodus gehen kann. So, machen wir ganz kurz, damit ich meine Vorschau mitnehme. Aha. Oh, okay. Also so bin ich doch relativ dunkel. Na, ihr seht es mit meiner Kamera auch hier. Alle Bildschirme zeigen einfach nur schwarz an. Gut, auf der Kamera sieht es aus, als wenn sie weiß grisseln würden. Das ist aber nur durch diese Restlichtverstärkung. In Wirklichkeit sind sie einfach schwarz. Also die Hintergrundbeleuchtung ist wohl noch an, deswegen sieht die da auch so ein bisschen gräulich aus. Aber abgesehen von Hintergrundbeleuchtung ist halt nichts mehr an. Und trotzdem kann man mein Gesicht sogar noch ein bisschen erkennen. Okay, das ist aber tatsächlich doch relativ dunkel. Nee, weil ich dachte nämlich gerade, dass so ich halt noch voll hell bin, obwohl es draußen halt schon dunkel ist, fast. Was halt zum einen daran liegt, dass meine Bildschirme halt so hell sind und zum anderen aber auch zeigt, wie gut die Kameras eigentlich sind. Ja, weil meine alten Kameras, selbst mit der Bildschirmbeleuchtung, die ich ja quasi drin habe, hätte die halt niemals so gute Bilder hinbekommen bei der Dunkelheit. Ist schon echt geil. Achso, warte mal kurz. Meine Vollbildvorschau ist ja noch aktiv. Die kann ich wieder entfernen. Schließen. Bom. So, jetzt. Voilà. Ja. Achso, und für die, die sich interessieren, ich habe auch noch eine. Okay, ich muss noch mal eine machen. Würde ich die zeigen? Ja, doch. Ich habe auch eine virtuelle Arbeitsfläche. Die Nummer, also das hier, die Arbeitsfläche Nummer 1. Und Arbeitsfläche Nummer 2 ist quasi das hier. Da sieht man gar. Achso, ich kann jetzt mit der Vorschau natürlich nicht umschalten, ne? Ah, Kacke. Kacke, Kacke, Kacke. Na gut, dann kann ich es euch leider doch nicht zeigen. Auf jeden Fall habe ich da diverse Terminals offen, wo ich so Status-Screens habe. Also zum Beispiel, welchen Ping ich gerade habe ins Internet. Dann habe ich auch noch mein Kernel-Logbuch, damit ich irgendwie sehe, wenn ich zum Beispiel irgendeinen Stick anschließe, ob der einwandfrei funktioniert oder wenn er nicht erkannt wird, warum er nicht erkannt wird, solche Sachen halt. Gerade bei Festplatten, die so Probleme machen, so eine USB-Festplatten, die gerne mal Probleme machen, immer sehr, sehr gut zur Hand zu haben. Da habe ich noch ein Fenster, ein Dingsbums da auf, wo ich. Ja, egal. Also ich habe so verschiedene Monitoring-Systeme offen. Das heißt, wenn irgendwas mit meinem System nicht so ganz perfekt funktioniert, brauche ich noch einmal nach rechts gehen und sehe genau, was gerade Phase ist. Ja? Ich meine, ich habe ja sowieso schon so einen einfachen Monitor. Naja, einfach. Kennt man ja hier das Ding. Ne? Das hier auf der rechten Seite der Kasten. So, ne, das Ding hier. Aber ich habe halt auch noch, ich habe halt auch noch Fenster, die wesentlich weiter ins Detail gehen. Einfach because why not? Ne? Gut. Wie kam ich jetzt überhaupt auf dieses Thema? Ach so, ja, weil meine Kamera so gut ist und dunkel.
Also bei geminderter Helligkeit. Siehst du? Jetzt muss ich mal ganz kurz. Okay. Das wird jetzt doch eine Experimentierfolge. Ich muss erst mal gucken, wenn ich jetzt hier dieses Auto. Also, falsche Kamera. Wenn ich jetzt dieses Auto-Gain rauslasse. So, jetzt habe ich automatisch Exposure. Jetzt bin ich mal gespannt, wie jetzt die aussieht, wenn es komplett dunkel ist. Oh, ich bin so aufgeregt. Oh, Alter. Man kann ja noch alles erkennen. Wie krass ist das denn? Okay, das Bild kriselt ein bisschen, ja. Aber man kann mein Gesicht halt noch super gut erkennen und alles. Die Kamera hier, die flippt ein bisschen aus. Ja? Die hat extrem viel Grisel. Gerade in dem Bereich hier oder bei den Bildschirmen. Aber vor allen Dingen hier unten sieht man es ganz schön griseln. Aber bei der linken Kamera, hier bei dir, hallo? Da ist ja überhaupt nichts. Digga, wie geil ist das denn? Wollt ihr mich verarschen? Habt ihr eigentlich eine Macke? Oh, jetzt habe ich hier. Ja, wenn man den Bildschirm aufnimmt, wo auch die Vorschau läuft, hat man eine wunderschöne. Wow. Jetzt komme ich mir gerade so vor wie damals bei Snake. Ich darf mich nicht selber beißen. Wow. Und schon hat man ein Spiel erfunden, ohne ein Spiel zu installieren. Wo lang? Da lang. Meine Maus. So, jetzt. Oh, da geht's nicht lang. Hier geht's lang. Dann geht's hier lang. Oh, da. Ha. Gut, hier oben habe ich ganz viel Platz. Yay. Wuhu. Wupp, wupp. Freie Bar mit Marzipan. Tralalala. Okay, was mache ich eigentlich gerade? Kann mir das mal irgendjemand erklären? Kann ich mit einem Namen schreiben? Perfekt. So. Sehr nice. So. So muss das sein. So, erstmal hier wieder meine Kamera wieder richtig stellen hier. So. Schwupp und jetzt seht ihr auch die Arbeitsflächen. Egal. Du kommst an die, dich kann ich direkt mal schließen hier. Bom. So. Aha. Oh, Alter. Hell. Hell. Boah. Kennt ihr das, wenn ihr nachts, Alter, ja, okay, die Kamera ist wieder völlig überlichtet. Was? Ah, schon besser. Kennt ihr das nachts, wenn man das Handy einschaltet, auf volle Helligkeit und dann man atomarisiert wird? Jetzt kenne ich das Gefühl auch. Weil mir passiert das bei den Handys generell nicht, weil ich ja adaptive Helligkeit habe. Das heißt, wenn ich mein Handy nachts einschalte, ist der Bildschirm relativ dunkel. Aber jetzt gerade hatte ich genau dieses Gefühl. Gut, nachdem wir jetzt geschlagene 10 Minuten nur Scheiße gebaut haben, machen wir mal endlich mal hier mit der eigentlichen, mit dem, weswegen ihr hier seid, weiter. Glaube, ich habe ein Haar im Mund. Kann das sein? Oder ist noch dieser grüne, komische Schleimball? Ja, ich habe einen Haarbund. Aha, schon besser. So. Ich hoffe mal, mein Mund vor den
Komm her, komm her. Oh oh. Aber wie geil, dass das Messer einfach unendlich lange hält. Ich will mehr davon. Na, komm mal her. Haha, triss mich nicht. Kommt jetzt her oder was? Geht doch. Ich könnte also unendlich lange Gegner wegslammen. Wie krass geil ist das denn bitte? Das gefällt mir mal richtig gut. Komm ich hier hoch? Ah, so semi. Oh oh. Geht doch. Oh, ich habe keine Fackel mehr. Hupsidi. Da war ganz schnell hier irgendwo in Sicherheit bringen. Naja, mehr oder weniger Sicherheit. So, hier sollte mich keiner erwischen können. So, hier kommt jetzt gar keiner mehr erwischen. Das heißt, ich nehme jetzt mal meinen Tisch hier und baue mir mal ein paar Fackeln. Ich sag mal so 36 reichen. Ich höre irgendwas. Kommt da jemand? Geronimo! Ich renne! Das ist ein Skelett! Noch ein Skelett! Ist das Skelett-Spawner? Was wurde denn von hinten? Hä? Nö. Die Fackeln tun mir auch nicht weh. Wieso habe ich denn gerade Schaden bekommen? Hat mich der eine Skelett etwa erwischt oder was? Der hat doch gar nicht geschossen. Verrückt. Gut, hier hinten ist nichts mehr Interessantes, wie es aussieht. Dann gehen wir erstmal den anderen Abzweig da lang. Mal gucken, was da so war. Wollte ich nicht vor 3 oder 4 oder 80 Folgen eigentlich mal Dschungel suchen? Ja, so Bäume und so? Hat ja gut geklappt. So, da liegt ein Bogen rum. Ein Bogen müsste ich aber schon haben, ne? Ja, genau, einen Bogen habe ich. Pfeile sammle ich gerade. Sehr gut. Gut, dann gehen wir mal in die andere Richtung hier. Achso. Weißt du was? Das Holz nämlich auch mal mit. Kohle. Immerhin haben wir gerade mal Fackeln gebaut. Und ein Stack Kohle zu haben, ist nicht so schlimm, finde ich. So, jetzt muss ich mal gucken, ob ich da hinten rankomme. Ja gar nichts. Ne, ist noch nicht die Oberfläche. Schade. So, gut, dann gehen wir mal doch. Ah, ne, hier ist noch kurz. Wenn ich mal hier oben bin und hier gerade relativ ungestört bin, dann gucke ich mal gleich mal, was ich hier wegschmeißen kann von dem ganzen Stuff. Ist einfach ein Tintenfisch. Zum Beispiel könnte ich das hier. Nee, das behalte ich mal. Das hier kann man das irgendwas gebrauchen? Giftig. Hunger? Man kann das Zeug essen? Wer isst bitte schon für Augen und dann auch noch von Spinnen? Oh, also irgendwie hört der Spaß aber auch auf. Leute, das ist ja abartig. Da habe ich ja lieber ein Haar im Mund. Ach, rohes Gold. Was ist das denn schon wieder? Was soll das rohes Gold?
Ach, das heißt jetzt einfach nur rohes Gold. Also das ist quasi das, was früher dieses Ingot, nee, dieses wie heißt das? Wie hieß das? Na, das, was halt abgebaut hast. Ja. Ah, okay. Es ist aber bei Eisen genauso, ne? Ja, genau, Raw Iron. Also Roheisen. Okay. Sieht zwar nicht aus wie Roheisen, sondern eher wie Eisen, was einfach zusammengeschmolzen ist. Ne, weil Roheisen ist ja eigentlich das Eisen, was man halt abbaut, was also noch komplett unrein ist. Das ist ja eigentlich das, was man als. Gehen wir weiter in die Richtung? Lohnt sich das? Wir gucken mal. Oh, hier geht's wieder runter. Die Frage, sollen wir runter? Da geht's aber ganz schön tief runter. Und das Eisen. Hä? Ich sehe hier Wireframes. Seht ihr das auch? Ja, seht ihr auch. Diese ganzen schwarzen Linien, wieso sehe ich die? Ist das neuer Bug? Nö, so wie sieht man sie gar nicht. Das ist nur im Wasser. Und auch nur da, wo es ja dunkel ist. Guck mal, da unten ist ein Tunnel. Das ist ja interessant. Da kann auch unmöglich so gewollt sein, oder? Das Lava. Oh, gleich macht's Tisch. Okay, das ist geil. So, hier oben habe ich Eisen gesehen. Na, das Eisen, das Eisen. Und hier ist ganz viel Eisen. So, ich höre irgendwo ein Tier, Monster. Das müsste, wenn ich mich richtig höre. Klar. Wenn ich richtig höre, müsste es da irgendwo sein. Hinter der Wand. So, guck mal, da hinten ist auch noch ganz viel Eisen da. Da sieht man fünfmal Eisen, sehe ich da mindestens. Ich hätte gerne noch ein bisschen heller. Weißt du was? Wir gehen mal hier hin. Bam. Okay, ich sehe kein Monster. So, das Eisen ist auf der Höhe hier. So. Dann graben wir uns mal hier auf der Höhe. Oh. Ja, das wird da genau gar nicht funktionieren. Klingt so, wie als wenn direkt hier bei mir auf dem Monster rumläuft. Ah, das Eisen. Sehr schön. Haha, noch gerade so bekommen. Wobei, dort ist keine Lava. Ach, okay, das ist. Die Blöcke fallen da runter und fließen in die Lava rein. Okay. Hab mich schon gewundert, warum sie immer so rumzischt. Gut, mehr Eisen gibt es hier scheinbar nicht. Ne?
Das scheint es gewesen zu sein. Ach, guck mal, da oben ist noch Eisen. Kommen wir da ran? Kriegen wir das? Ja, sehr schön. Sehr geil. So, da kommen wir nicht so leicht ran. Das lasse ich also einfach mal. Wieso? Alter, wie sind der voll auf out of Herzen? Weißt du was? Hungerspunkte plus 4, Sättigungspunkte plus 10. Esse ich den einfach mal? Nee, lohnt sich nicht. Das klingt irgendwie wie eine Verschwendung. Also lasse ich das mal. Alter, wir haben viel zu viel Stuff bei uns hier drinne. Vielleicht sollten wir doch erstmal nach Hause gehen und mal ein bisschen Stuff hier abladen. Na gut. Erstmal Brot essen. Was ist denn da hinten? Da ist irgendjemand. Was soll er ist das denn bitte? Okay, haben wir hier irgendwie einen Eimer? Ich könnte mir einen Eimer bauen. Wobei unser Inventar so schon so voll. Ich will gar nicht hier die Lava loswerden. Und das ist ein Zombie. Natürlich stirbt. Ah, doch, recht. Ja, fall rein. Ich bin ein Tiermörder. Oh, hier ist Eisen. Ich würde da gerne auf die andere Seite, aber ich traue mich hier nicht, irgendwas zu machen, weil ich denke, dass von der Tiere kommen können. Also Monster. Ich hoffe aber einfach mal, dass er nichts spawnt. Und dass ich mich hier in aller Ruhe lang bauen kann. Ja, ich weiß, ist gerade hier eine Verschwendung von Lava. Aber die Lava muss jetzt leider einfach mal dran glauben. Oh, von da können Monster kommen. Fuck. Tschüss. Ich hätte mich vielleicht mal an der Seite hier lang bauen sollen. Was aber wesentlich schwieriger klingt. Alter, über diese Schritte, die man überall hört. Alter, da ist doch wer, oder? Da oben. Ich höre von links Schritte, von rechts Schritte, von überall höre ich Schritte. Ist doch nicht mehr normal hier. Da ist ja paranoid. So, da. Ach, du bist das. Okay, scheint ein normaler Zombie zu sein. Interessant. Oh, ich glaube, wir werden unten sterben. Oh ja, wir werden sowas von hart sterben. Hat er gerade den Blob ausgeschaltet? Okay, ist auch wieder Lava. Okay, ist auch schon viel Eisen. Ich brauche Licht hier. Kriegst du ja eine Macke, kriegst du ja. So. Damit wir hier sehen, wenn wir hier von hier irgendwelche Monster spawnen. Wie zum Beispiel ein Creeper. Okay, ich glaube, da ist gerade ein Blob in die Lava gefallen. Klang gerade so. Achso, können wir ihn nicht mitnehmen? Doch, können wir mitnehmen. Okay, das Ende. Sehr gut.
Kommen wir hier lang? Ja, sieht gut aus. Was ist das hier eigentlich für ein Zeug? Mit dem können wir es auch nicht, ne? Ne. Deep Blade. Deep Slate. Absolut. Das Latt. So, da müssen wir ein bisschen Eisen, aber das Bisschen ist mir gerade ein bisschen egal. Hier ist ein bisschen mehr. Boah, da hatte gerade schon, das fällt jetzt voll in die Lava rein. Mein schönes Eisen. So, da hinten ist so ein Wikinger. Da unten ist noch Gold, das interessiert mich aber gerade nicht wirklich. Da kommt sie jetzt hoch oder was? Das Schwert wollte gerade nicht zuschlagen. So, okay. Ah, an das Eisen komme ich, an das Gold komme ich wahrscheinlich nicht so gut dran. Wetten, ich mache erstmal hier hinten. Ah, okay, ich kann es doch aufnehmen. Sehr schön. Was? Was ist das denn gerade für ein Viech? So, könnte ich ja dich vielleicht auch mit aufnehmen, oder? Ja, geil. Ach, das war, da sind gerade Blöcke drin verbrannt. Da hatte gerade schon jetzt gerade ein Creeper beim Explodieren oder sowas. Aber nee. So, komme ich da hinten rauf? Ach komm, leck mich hier. Bam. So. Oh, die ist sogar dreimal Eisen. Hat sich das Hochbauen ja direkt gelohnt. Gut, dann verlassen wir die Städte hier mal wieder. Schön, dass es hier so viel Lava gibt. Da können wir vielleicht später hier nochmal was ordentliches abbauen. Wie können so eine kleine Zombie so laut sein? Gehen wir mal wieder langsam. Oh, ist auch schon halb. Also, die Aufnahme geht schon eine halbe Stunde. Gehen wir mal langsam wieder Richtung nach Hause, mal meine Taschen leeren. Und dann gehen wir mal in eine komplett andere Richtung, um mal endlich mal ein bisschen auf Dschungelholzsuche zu gehen. Das, was wir eigentlich machen wollten. Guck mal, auch das Wasser hier. Oh, okay, ich dachte, hier geht's raus. Hier geht's ja gar nicht raus. Um das Ganze noch schlimmer zu machen, wird es draußen gerade dunkel. Okay, doch, hier geht's ein bisschen raus. Ein bisschen. Kann ich mich da hochbauen? Dezent. Okay, ich muss nochmal hier ein bisschen Brot reinwerfen. Falls mich beim Versuch, hier da rauszuklettern, ein Monster angreift, dass ich da ein bisschen gewappnet bin. So. Okay, das ist Loch. Ah, so zum Beispiel. Nice. So. Danke für die Erde. So, das heißt, unser Haus müsste in die Richtung sein, richtig? Alter, ich kann halt endlos Monster abschlachten. Ich kann halt endlos Monster abschlachten. Mein Schwert stirbt halt einfach nie. Wie geil ist das denn bitte?
Ist das nicht schon Schieden? Oh, hier geht's ja hart runter. Okay. Warte mal kurz, wo ist der Mond? Der Mond ist da. Und der Mond geht da hoch. Das heißt, ich muss in die Richtung laufen. Hä? Ich bin verwirrt. Unser Haus ist so offensichtlich. War unser Haus nicht in die Richtung? Muss doch, ne? Ja, genau. Unser Haus war in der Richtung. Ach komm, jetzt halt mal den Mund hier. Ich muss gerade den Himmel vermessen. Ach, die Sonne geht da unter. Der Mond geht da unter. Okay, ja doch. Das, genau, das wollte ich gerade sagen. Ist das die richtige Richtung? Der wäre ich ja beinahe vollkommen falsch gelaufen. Da drunter ist oft schon wieder eine Mine. Alter, hier gibt es so viele Minen. Hier gibt es so viele Höhlen, wo die man alle erforschen kann. Das ist doch ein Albtraum. Das ist doch nicht mehr normal. Bäh. Gut, das heißt, wir gehen dann, wenn ich die nächsten Aufnahmen mache. Mal gucken, ist jetzt wahrscheinlich für heute erstmal die letzte Aufnahme. Und dann werde ich wahrscheinlich morgen wieder ETS aufnehmen. Also, Euro Truck Simulator. Und wenn ich aber das nächste Mal wieder meine Testaufnahme weitermache, also das Test-Let's Play weitermache, dann werde ich wahrscheinlich dann auch mal das Bett mitnehmen oder ein Bett mitnehmen, damit wir dann die Nächte übernachten können. Ah, da vorne ist unser Haus. Da. Die Nächte übernachten können. Und dann, ja, müssen wir mal gucken, ob wir irgendwo in die anderen Richtungen laufen, da hinten lang laufen oder da lang laufen. Okay, warte mal ganz kurz. Oh ja, ich habe nur noch 30 FPS. Warum das? Mein Test? Was ist los mit dir? Alter, wie halt jedes Mal mein Messer wieder komplett in Ordnung ist. Als wenn nichts sein würde. Ich könnte das den ganzen Tag machen. Den ganzen fucking langen Tag. Das ist so krank, Alter. Okay, es ist nur wenn man das Messer ausgefüllt hat. Okay. Gut, jetzt muss ich aber noch ein Monster abschlachten. Damit mein Messer wieder heiler ist. Hallo Monster, da ist eine Spinne. Wir gehen mal nach Hause. Auf dem Weg nach Hause kommen wir bestimmt noch Monster vorbei, oder? Oder auch nicht. Ah ja, da ist einer gestorben. Mal gucken, ob ich auch die XP von einem Monster aufnehmen kann, das ich gar nicht getötet habe. Ja. Schwert ist wieder heile. Lol. Das ist ja geil. Ja, dann habe ich unser Diamantschwert völlig umsonst gebaut. Geil. Das ist geil. Oh Mann, Alter. Gut. Hätte man wissen müssen, ne? Wusste ich nicht. Ja. Geilomato. So, erstmal gucken, was wir hier so. Das kann da rein. Ah, jetzt haben wir schön viel Gravel. Ach, wir hatten bereits haufenweise Gravel. Ah, scheiß jemand an. Egal. Haben wir jetzt noch mehr Gravel. So, hier ist Holz. Das. Ja, die Eisenspitzhacke ist mittlerweile auch schon fast aufgebraucht. Die soll da gar nicht rein. Aber gut. Du kannst da rein. So, erstmal hier die ganzen wichtigen Sachen. Ja, kann man ja auch essen.
Auch wenn ich nicht weiß, ob ich das möchte. Es ist mir doch ein bisschen zuwider. So, Eisen und Kohle. Ja, wir haben einen ganzen Stack. Boah, wir haben genau einen Stack. Oh, habe ich aus Versehen Kohle nicht mitgenommen, weil ich dachte, also weil ich nicht gemerkt habe, dass wir bereits voll sind. Das wäre natürlich schade. Ach, Kacke. Da habe ich jetzt gar nicht drauf geachtet. Mist. Shit, Verfluchter. So, du kannst dahin. Ganz ehrlich, die Eisenachs kann eigentlich hier mit rein. So, kommst mal nach da, du kommst nach da und die ganzen Steinwerkzeuge, die schmeiße ich jetzt alle weg. Brauche ich eh nie wieder. Genau. Ja gut, die Steinachs wahrscheinlich schon, weil da ist die Eisen fast weg. Die werden wir wahrscheinlich nicht mehr brauchen, weil, guck mal, die reicht eine ganze Weile. Und siehst du, das heißt, wenn ich jetzt XP von toten Monstern aufsammle, kann ich damit auch andere Sachen als ein Schwert reparieren? Müsste ich mal probieren. Das klingt ja interessant. So, das Ding kann auch weg. Das Ding behalten wir natürlich, klar. Und die anderen Sachen schmeiße ich jetzt einfach ins Wasser. Ja. Wir bräuchten mal so einen Mülleimer. Einfach irgendwo so einen kleinen Topf, wo wir Lava reinpacken. Und da können wir dann einfach alles wegschmeißen, was halt, ja, nicht mehr brauchen. So, haben wir irgendwo auch noch ein Monster. Da hinten ist eine Spinne. Die bringe ich jetzt mal kurz um. So, XP nicht aufsammeln. Achso, das muss ich die erstmal verwenden, ne? Ach, scheiße, ich muss jetzt erstmal verwenden. Ah. Sorry, Baum, du musst dran glauben. Okay, er hat schon abgenutzt. Wenn ich jetzt in der Hand halte und jetzt zu den XP hinlaufe, wo immer die sind, da hinten sind sie. Jetzt bin ich mal gespannt. Okay, eine Axt kann ich damit nicht regenerieren. Das ist aber schade. Ah, gibt es hier noch mehr Spinnen? Wie, jetzt keine Spinnen mehr? Genau das finde ich auch. Hast du gut gesagt, Kuh. Kann doch nicht sein hier. Keine Monster mehr, was ist denn los? Wett. Hier dingelt's. Sonst immer spawnen so viele Monster, die gleich wieder krepieren. Das ist ja gar nichts. Jetzt, wo man die dummen Monster braucht, jetzt sind sie intelligent geworden. Gibt's doch gar nicht. Gott, ist der Zuckersand laut. Ja. Na gut, müssen wir mal in der nächsten Nacht probieren, wenn ich daran denke, weil das sind ja erst in der nächsten Aufnahme irgendwann. Von daher. Na gut, dann leere ich mal weiter mit unseren Taschen aus. Ja, die Spitzhacke hätte ich eigentlich auch gleich wegwerfen können. Die drei Blöcke, die wir damit noch abbauen können, ist eigentlich ein bisschen hart traurig. So, wir haben jetzt tatsächlich ein Fichtensetzling und etwas dunkleres Holz. Das ist ja interessant. Vielleicht werden wir es irgendwann mal gebrauchen können. Ich habe keine Ahnung. Sonnenblumen, Lichtstärke 1? Wächst auf Gras oder Lichtstärke? Leuchtet das Zeug im Dunkeln oder was? Kann ich irgendwo hinhängen? Nö. Lol. So, du kommst da rein. Du kommst damit rein. Du auch. Dann sollte alles so weit wegsortiert sein. Okay, dann mache ich jetzt mal für die Folge Folgenende. Wie viel Eisen haben wir jetzt eigentlich gesammelt? Wir haben fast 2 Stacks mit Eisen. Das ist schon mal gar nicht mal so schlecht. Das ist gut. Ja. Ne, da brauchen wir bloß noch Dschungelholz, ne? Dschungelholz und dann Dschungelholz. Ja, und dann können wir anfangen, den Boden zu bauen für die zweite Etage.
die aus Jungleholz gebaut werden soll. Ne? Gut, aber das mache ich dann, wie gesagt, in der nächsten Folge und damit in der nächsten Aufnahme. Weil mittlerweile ist es 21 Uhr. Da. Und damit definitiv spät genug. Für mich. Andererseits, eigentlich ganz ehrlich, ist eh Wochenende. Ich könnte eigentlich noch voll lange machen. Die Kameras funktionieren ja auch. Ne? Das war ja eigentlich meine Befürchtung, dass die Kameras nicht mitmachen. Aber die Kamera, die ist halt einfach top. Die macht selbst so, hat sie absolut gar keine Probleme. Das heißt, ich könnte eigentlich noch locker 4 Folgen machen. Wisst ihr was? Ja, weil ihr es seid. Aber die nächsten Folgen kommen dann in der nächsten Folge. Das macht, denke ich mal, Sinn. Von daher soll es für diese Folge erstmal gewesen sein. Habe ich gerade die ganze Zeit in dem Fenstermodus aufgenommen? Ja, ne? Ich hab gerade die ganze Zeit in dem Modus aufgenommen, ne? Oh. Das heißt, ihr hattet keine 60 FPS gehabt. Egal. Gutchen, dann, genau. Soll es für diese Folge gewesen sein. Und dann, ja, sieht man sich dann irgendwann mal wieder.